und herzlich willkommen zu unserem Special Halloween Video. Wir werden uns heute gruselig verkleiden. Braucht ihr doch gar nicht, ihr beiden nicht. Jeder von uns hat ein Kostüm vorbereitet und wir gehen gleich nacheinander raus, verkleiden uns und dann können wir unsere Kostüme bewerten. Erstens sind sie gruselig und zweitens sind sie witzig. Dann schauen wir mal, wer heute hier... witzig, gruselig! Ja, es gibt witzige und gruselige Halloween-Kostüme. Wie machst du das denn? Oh mein Gott. Ja, schauen wir uns das mal an. Wie läuft das denn sonst noch so wer heute fängt ab? Mal an, überhaupt? Ja, wir können Schnick, Schnack, Schnuck zu dritt machen, wer anfängt. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, du bist raus. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ich bin auch raus. Dann darfst du als erstes. Na toll, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Und zieh dich an. Zieht sich um und wir können uns schon mal die Punktetafel holen. Yes. Hier gibt es auch noch einen Süßigkeiten-Tisch, da können wir uns bedienen, wenn wir wollen. Also, wir haben jeweils rote und gelbe Punktetafeln. Die gehen von 1 bis 3. Gut. Wir können halt, 1 ist mittel, bisschen gruselig. Ja, ist ja klar, 1 ist schlecht, 2 ist okay, 3 ist gut. 3 ist mega gut. Und das also die gelben sind für Gruseligkeit und die roten für, gut. Bringt mich das Ganze zum Lachen. Mal gucken, wie Nina gleich aussieht. Schauen wir uns das mal an. Okay, Nina ist da. Nina ist da. Oh Gott. Komm. Oh nein, Nina wurde durchgetrennt. Ich hab meine Beine. Du bist aber noch ziemlich lebendig, muss ich sagen. Hier ist noch ein Chirurg oder so hinter mir. Der hat seine Arbeit auf jeden Fall nicht so gut gemacht. Der Film läuft auch. Ja, das ist so ein aufblasbares Kostüm. Ja, ich weiß. Für die Zuschauer vielleicht auch. Das ist so mit Luft, da wird so wie so ein kleiner Föhn oder was. Okay, also lustig und gruselig, ne? Ja. Ich darf mich gar nicht freuen, ich muss ja die ganze Zeit schreien. Ja, okay, ich hab's. Ich hab mich auch entschieden. Darf ich als erstes? Ja. Dann mach ich als erstes. So, für gruselig gibt's 2 Punkte von mir, von 3. Es gibt 3 Punkte insgesamt. Weil ich find's natürlich schon gruselig, weil du nur zur Hälfte da bist. Aber dann auch wieder nicht so ganz. Hast du mein Kostüm eigentlich komplett gezeigt? Und lustig kriegst du von mir auch 2 Punkte. Geht noch eine Stufe höher, aber ist schon ziemlich lustig. Also von 6 Punkten kriegst du 4 insgesamt. Unbequem, sage ich euch. Okay. Von mir gibt's 2 Punkte für die Gruseligkeit. Ich finde jetzt, es ist jetzt nicht so erschreckend, da dieser Chirurg auch eher lustig aussieht und alles in bunten Farben gehalten ist. Soll ja auch nicht ganz so gruselig sein. Ja, genau, deswegen mittelmäßig gruselig. Aber ich finde es mega witzig. Also ich finde es total witzig. Wenn Nina noch den passenden Gesichtsausdruck dazu macht, finde ich es Dann hat sie 5 witzig. Punkte von dir. 4 Punkte von mir, das sind 9 von 12 insgesamt. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Ja, das ist ziemlich gut. Sehr gut. Der Chirurg klatscht auch. Schnick, Schnack, Schnuck. Wer als nächstes? Schnick, Schnack, Schnuck. Ich darf als nächstes. Bis gleich. Hast du Kahn schon gesehen? Kahn ist jetzt auch verkleidet. Komm mal bitte her. Lass dich los! Ja, ich komme gerade von Area 51 und habe hier meinen Best Buddy mitgenommen. Oder er hat mich besser mitgenommen. Ja? Ich verstehe auch nicht. Also er will mich auch... Oh! Lass dich los. Naja, auf jeden Fall komme ich gerade von den Aliens. Vom neuen Planeten... Schieß mich tot. Keine Ahnung. Cheeseburger. Nein, ist egal. Auf jeden Fall, das ist mein Outfit. Kahn wird von Aliens entführt. Ja, guck mal hier mit den Füßen, guck mal, was ich machen kann. Guck mal, du hast keine Füße mehr. Ich hab keine Beine mehr. Bei dir geht's nicht mehr. Ja. So. Nina, deine Bewertungstafel für Kahn. Rot war. Ja, warte, ich stell mich mal hier hin. Lustig ist rot und gelb ist gruselig. Ach, gelb ist gruselig? Mhm. Hallo, es geht um mich, Claudio. Warte, guck mal. Claudio. Ja, wer möchte als erstes? Ich fang an. Ja, bitte. Also, ich finde das überhaupt nicht gruselig. Also eins, weil ich auch nicht vor Aliens so Angst habe und der sieht ja auch eher aus wie so ein ganz typisches Alien und nicht so creepy. Aber ich finde es extrem lustig, deswegen 3 bei Witzigkeit und 1 bei Gruseligkeit. Ja, danke. Tada, bei mir sieht es genauso aus. Ich finde es auch total witzig. 3 Punkte für Witzigkeit, aber überhaupt nicht gruselig, sondern ich kann mich einfach nur schottlachen. Dieser Mini-Kahn hier. Mini-Kahn, Baby-Kahn. Ja, ist okay. Damit habe ich 8 von 12. Ah, ich liege ein Punkt hinter Nina, aber ich muss sagen, ich finde mein Outfit immer noch am coolsten. Gut, dann bin ich jetzt dran, ne? Ja, okay. Kathi ist jetzt da. Yeah! Woo! Ich werde getragen von Frankenstein. Nein, das ist Frankensteins Monster. Frankenstein ist der Wissenschaftler. Frankensteins Monster, das ist ein Kumpel von mir, der trägt mich. Ich brauche gar nicht selber gehen. Ich finde es total seltsam aus. Ich finde Frankenstein. Lass mal das mal genau angucken. Frankensteins Monster ist auch so mega klein. Und schade, dass der Kopf immer so runterfällt. Der müsste eigentlich so. Nein, sieht aber schon gruselig aus.
Zeig mal nochmal von vorne mit dem Kopf. Ja, das sieht schon ein bisschen creepy aus. Der Kopf ist auf jeden Fall groß. Sieht ein bisschen creepy aus. Okay, darf ich als erstes? Ja. Also bei witzig gibt's von mir 2 Punkte. Das ist gruselig eigentlich, Kahn. Gelb. Ja, sorry, dann mache ich witzig 2. Ne? Ich find's schon witzig, aber da fehlt mir oben einfach ein bisschen was. Ne? Oben hätte ein bisschen mehr sein müssen. Das ist einfach ein normales Oberteil. Ich habe erst überlegt, ob ich mir oben noch mein Barbie-Kostüm vom letzten Mal anziehe. Insgesamt, es ist zwar witzig, ne, aber ja, wie gesagt, also nicht zum Totlachen. Aber bei gruselig kriegst du von mir tatsächlich 3, weil ich finde das Gesicht total creepy. Mit der Kombination, dass oben Katis Gesicht ist und das Gesicht vom Monster ist. Eigentlich müsste ich ihr 6 Punkte dafür geben, weil ihr Gesicht schon gruselig genug ist. Bei mir ist. Also 5 Punkte von mir. Gruselfaktor 2, weil mir das oben so ein bisschen fehlt. Ne? Also, wenn sie jetzt noch irgendwie sowas anhätte, dass sie irgendwie. Ich weiß nicht, das ist so. Oder wenn ich bluten würde. Ja, wenn ich noch so bluten. Nicht so Alltagskleidung, sondern eher. Also nicht so Kati, sondern mehr so ja. Halloween. Das aber cool. Ich habe mir halt gedacht, ich werde ja getragen. Deswegen habe ich versucht, möglichst wie ich oben auszusehen. Genau, und aber bei, ich verstehe den Kritik. Bei witzig, Witzheit, Lustigkeit, was auch immer, das Wort gibt's nicht, ich weiß, habe ich also 2-2, stimme ich ab. Wie viel hattest du nochmal gegen mich? Ich hatte 5, damit hast du auch 9 Punkte insgesamt. Nina und ich im Gleichstand, mit welcher Hand soll ich denn jetzt... Claudio, sieht das eigentlich cool aus? Guck mal, wenn der Alien Moonwalk macht. Okay, gut, ja, wir wollten ja noch was jetzt machen, wollen wir noch eine Kleinigkeit machen. Für jeden gibt's einen Löffel und ein Glimmerauge. Wow. So, vielleicht für dich. Ich das muss echt geschehen, ich glaube. Meine Beine. Ich glaube, das wird keine wirkliche Schwierigkeit für mich. Hab ich auch nicht, weil wir haben meine Hände Beine haben. Ja eigentlich immer noch. Aber man muss das auch so entsprechend seines Charakters machen. Moment. Okay. Entsprechend seines Charakters. Ja. Ja, das Alien schleicht wahrscheinlich mehr so. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen chaotisch wird, wenn wir das alle gleichzeitig machen. Oder ob wir. Was wolltest du denn jetzt machen? Einfach. Einfach zum Kopf da laufen. Genau, das weltbekannte Spiel Augenlauf, was auf jeder Kinderparty gespielt wird. Augenlauf. Das wollen wir heute machen. Wir müssen einmal um den toten Schädel rum und dann wieder zurück. Und okay. Ich denke, wenn wir alle gleichzeitig gehen... Ja, los, komm, mach du mal als erstes. Nee, oder alle gleichzeitig. Ja, alle gut. Gleichzeitig. Und go. Ah! Hey! Zweiter! Dritte! Wow! Das war auf jeden Fall nicht die schwierigste Challenge, die wir hier bei Spiel mit mir jemals gemacht haben. Gut, die Challenger bekommt Kahn noch einen extra Punkt. Dafür dann habe ich auch 9 Punkte. Genau, dann haben wir alle 9 Punkte. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, welches Kostüm findet ihr am lustigsten und welches am gruseligsten. Könnt ihr auch abstimmen auf dem i. Genau, ihr könnt auch die Punkte vergeben, wenn ihr wollt, so wie wir das gemacht haben. Und schreibt auch in die Kommentare, als was ihr euch dieses Jahr verkleidet. Wir sind gespannt. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo dalassen, auf die kleine Glocke klicken und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!